Gleich ein Holly. Entschuldige, Zelda. Möchtest du etwas? Möchtest du etwas? Ich kann dir gerade nicht helfen. Sprich mit Holly, wenn du Madison treffen willst. Wir sprechen später. Sprich mit Holly. Hallo, Zelda. Wenn du für meine Surfstunde hier bist, dann bist du etwas früh dran. Oh, du wolltest Madison sehen? Wie lieb von dir. Ich denke, dass sie dich sehr gerne sehen wollen würde. Das ist ein lustiger Satz. Ich denke, dass sie dich sehr gerne sehen wollen würden. Ich weiß zumindest, dass sie dich gestern unbedingt treffen wollte. Hör mal, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Normalerweise hilft Madison mir dabei, dich auf einen Surfunterricht vorzubereiten. Aber gerade weiß ich leider nicht, wo sie steckt. Danke, dass du mir aushelfen möchtest, Zelda. Ich war ehrlich gesagt etwas besorgt, dass ich es zeitlich nicht mehr schaffe. Kannst du mit dem Abkratzen vom alten Bugs auf den Surfbrettern beginnen? Haha, keine Sorge, das ist nicht schwer. Beseitige einfach nur die alten Bugs. Das hilft Holly dabei, die Surfbretter zu reinigen. Okay. Ja, ich habe noch nie vom Pferd aus, habe ich sowieso noch nie Surfbrett geputzt. Die sehen viel besser aus. Und bleibst. Hä, ja, die Surfbretter. Was für eine tolle Arbeit du geleistet hast, Zelda. Bist du sicher, dass du das nicht schon einmal gemacht hast? Ich habe das noch nie gemacht. Es ist schon etwas seltsam, dass mir das nicht hier ist. Wir will normalerweise immer zu Hause sein, bevor ich zu meinem Surfkurs gehe, da ich für gewöhnlich für einige Tage fort bin, aber wahrscheinlich ist sie nur draußen und spielt irgendwo mit ihren Pferden. Ha, das Kind ist voller Fantasie. Hast du Zeit, mir etwas zu helfen? Oh, danke, wir müssen mal schauen, ob wir einen Tag finden, der uns beiden passt, so dass ich dir das Surfen beibringen kann. Aber jetzt zurück zur Arbeit. Da die Bretter jetzt sauber sind, müssen wir sie neu einwachsen, damit wir gut Halt haben. Wir beginnen mit dem Basiswachs. Nimm den Basiswachs und reibe ihn vorsichtig auf die Bretter. Das wird toll aussehen. Hilf Holly dabei, Basiswachs auf die Surfbretter aufzutragen. Okay. Fertig. Mit allen drei. Du bist ein Naturtalent, Zelda. Du hast den Dreh raus. Vielleicht sollte ich dich als Assistenten einstellen. Jetzt, wo du den Basiswachs aufgetragen hast, müssen wir die Surfbretter mit Spitzenwachs beschichten. Dann können sie für meinen Surfkurs benutzt werden. Glaubst du, das schaffst? Du musst einfach nur das machen, was du vorher mit dem Basiswachs gemacht hast. Du trägst den Spitzenwachs auf, indem du ihn in kreisenden Bewegungen aufträgst. Hier folge ich dir bei Spitzenwachs auf die Surfbretter ein. So. Aufzutragen. So. Danke für deine Hilfe, meine kleine Assistentin. Naja, gut. Ich sollte dich nicht kleinen. Aber danke, Zelda. Danke für die ganze Hilfe, Zelda. Tut mir leid, aber ich muss los. Ich muss vor meinen Schülern da sein. Es ist schon seltsam, dass Madison nicht hier ist. Vielleicht kannst du ja mit Eric sprechen, falls er Zeit hat. Möglicherweise weiß er, wo sie ist. Ich glaube nicht.
dass wir uns sorgen. Freue ich mich an Rick. Holly verschwindet fix mit den Surfbrettern. Okay. Sprich mit Secret. Und, also im Leuchtturm ist dich. Sprich mit Jonas. Okay. Okay. Schau nach, ob du einem Hühnerstall finden kannst. Hühner. Hühnerstall. Für einen sicheren Tag, ja, zwar sicher. Okay. Sprich mit Eric. Okay. Das ist ganz kurz mein Leben. Was soll ich noch zu Secret? Ich entscheide no fun. Nein, ich entscheide. Nein, ich entscheide. Nein. Hände. Trage die schwere Kiste den Leuchtturm hinauf. Okay. Ups. Ich mag das gar nicht, deswegen. Was ist die Kiste? Oh, das ist schwer, damit ist es nicht leicht zu rennen. Du schleppst die schwere Kiste ganz nach oben in den Leuchtturm. Und schon bin ich wieder unten. So schnell geht das. Sprich mit Eric, okay. Ja. Was ist? Oh. Da denn, hallo, hier drüben. Was macht er denn da? Hast du was Neues entdeckt? Ein Siedler? Hol dir die Zeitung für den Einsiedler. So, du bist mal wegen Zeitung hier, ja, alles klar. Das ist ja Zeitung. Zeitungsausträger des Einsatzes oder so ähnlich. Berwick-Gazette. Typ auf. Als Nachrichten der Jahre gezettelt. Okay. Gucken wir jetzt einfach mal. Sprich mit dem Einsiedler. Suche die Zeitung. Lies den folgenden Artikel auf dem Bild. Cool, das hatte ich ja noch nie. Ihr musstet ja unbedingt checken. Unter dem Artikel gibt es drei Möglichkeiten mit wichtigen Hinweisen. Wähle den Hinweis, der dir dabei helfen kann, darüber zu reden, was Madison in der Zeitung gesehen hat. Dank seiner Zentrale Lage und des wunderschönen Gebäudes ist das Café Hub ganz klar das Herz von Aidens Club. Jeden Tag zieht es alle möglichen Besucher an. Einheimische ebenso wie Touristen. Von kurzem haben die Kaffeebesitzer einen mutigen Schritt gewagt und ihre bereits köstliche Speisekarte umgestellt. Sie haben nicht nur ein paar neue Kuchen hinzugefügt,
Man kann jetzt auch noch Eis an ihrem kleinen Eisstand kaufen. Ich, Dolores Staunton, Raptorin bei der Jovi-Gazette, sag ich nochmal, habe mich aufgemacht, um ihr neues Angebot zu probieren und herauszufinden, was die Besucher von den Änderungen halten. Café Hafe Dolores Jovi-Gazette. Nur weiß gefunden als. Deine Meinung der Besucher schwankte mehr als erwartet. Ups. Ich warte jetzt einfach mal. Okay. Links, Mitte. Links. Mitte, ging jetzt schnell. Sehe Erik, dass mir das weggelaufen ist. Bye bye. Oh, mein Pferd. So schon weg. Okay. Steht nicht. Okay. Ganz schnell nach Erik. Ganz schnell nach Erik. Ganz schnell nach Erik. Ganz schnell nach Erik. Oh, hi. Jetzt erst ist. Also, das konnte ich schon. Das habe ich schon so lange her gemacht. Den Kisten. Zeig Eric den Browserverlauf auf dem Computer. Computerverlauf wiederherstellen. Daten, die ins Wasser warf. Sprich mit Eric. Boah. Da ruft jetzt gerade mit seinem Handy irgendwen an. Oh. Ja, warte kurz. Oh. Ah, warum bin ich einfach mit da mit dem Bad? Letzte Fähre, bevor sie ablegt. So. So. Ja, ich muss hier noch drehen. So. Heute zur Fähre, bevor sie ablegt. Ernsthaft, ich muss mit. Warte. Warum bist du auf dem Pferd? Ihh. Mein Bein ist immer in meinem Pferd. Nein, von Eric, weil der ist gerade mit auf meine Scheier und sein Bein, sein rechtes Bein ist auf, also ist in meinem Pferd. Ja, was ist? Ja, wenn du nichts zu sagen hast, dann nicht. Ich mit Eric. Cool, ich habe einen Rock bekommen. Cool. Oha, ich habe schon voll viel XP, obwohl ich gestern erst Level 15 wurde. Habe ich schon viel XP. 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 Punkte. Unten bei dem Strich, das heißt XP. Morgen geht's weiter.